Herzlich willkommen zum sechsten Video der Reihe Einstieg in den Aktienhandel. Heute schauen wir uns an, wie ihr eure Rendite steigern könnt. Und zwar ist das erste Video von zweien, weil ich leider nicht alles in ein Video packen konnte. Und zwar geht es heute um die Sachen, die in eurer eigenen Hand liegen, um eure Rendite zu steigern. Ihr seid bei Trendinvest, dem Kanal für Investmentideen mit Zukunft. Mein Name ist Michael Gref, ich mache die Arbeit und ihr habt das Vergnügen. Ja, wir nähern uns langsam dem Ende unseres Kurses. Bisher haben wir schon einiges abgehakt. Wir haben ein Video über Anfängerfehler gemacht. Wir haben uns die verschiedenen Broker angeschaut. Dann habe ich die Tools für den Aktienhandel vorgestellt und gezeigt, wie ihr euer persönliches Portfolio zusammenstellen könnt. Und dann haben wir im letzten Video geschaut, wie ihr Unternehmen finden könnt und dort dann einen optimalen Einstieg bekommt. Dann schauen wir uns zunächst jetzt erstmal den Weg zum Gewinn an. Ja, also am Anfang steht da eine Strategie. Ja, also wie wollt ihr euer Geld anlegen? So, mit der ausgewählten Strategie gehen wir dann zur Unternehmenssuche. Ja, wir suchen die goldene Gans sozusagen, in die wir investieren wollen. Ein Unternehmen, von dem wir uns viel Rendite erhoffen. Dann als nächstes brauchen wir einen guten Einstiegszeitpunkt. Ja, also einen guten Zeitpunkt, wo wir die Aktie kaufen können. Und dann geht es an die Umsetzung. Also wir müssen unsere Strategie in die Tat umsetzen, ja, und uns fest daran halten, sodass wir am Ende dann viel Gewinn erwirtschaften können. Und um diesen Prozess zu optimieren, brauchen wir am Ende eine kleine Lerneinheit, um zu schauen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, das Gute hervorheben und das Schlechte versuchen zu vermeiden. Dann schauen wir uns zunächst einmal die verschiedenen Investmentstrategien an. Diese sind in zwei Teile gegliedert. Einmal auf der linken Seite die kurzfristigen Strategien. Das wäre dann sowas wie das Daytrading, wo man wirklich nur versucht, Schwankungen, die an einem Tag passieren, mitzunehmen und dann am Ende des Tages wieder alle seine Positionen zu schließen. Dann gibt es noch sowas wie das News Trading. Dort achtet man ganz genau, welche Nachrichten sich ergeben und dann handelt man gemäß den Nachrichten, die man gerade reinbekommt. Und die letzte Strategie wäre eine Spekulation. Bei einer Spekulation hofft man, dass die Kurse wegen einem bestimmten Trend steigen oder es gibt einen großen Hype jetzt bei einem bestimmten Typ von Aktien. Und dann kann man dort eine Spekulationsposition aufmachen. Diese Spekulationspositionen gehen aber auch in die andere Richtung, also wenn man zum Beispiel auf fallende Kurse spekuliert. Dann auf der rechten Seite haben wir die langfristigen Investments. Dazu zählen die Growth-Investment-Strategie, also eine Strategie, die darauf abzielt, Wachstumsaktien zu kaufen. Wachstumsaktien sind Aktien, die einfach ein großes Umsatz- und Gewinnwachstum zum Beispiel haben. Dann gibt es noch die Value-Investment-Strategie. Dort sucht man Titel, die stark im Kurs gefallen sind zum Beispiel, also eine sehr günstige Bewertung haben und die in einem Bereich tätig sind, die konstante Cashflows erzeugen zum Beispiel. Dementsprechend auch meist Dividendentitel sind. Sowas wie Energieunternehmen, Ölfirmen zum Beispiel. Oder auch einige Banken zählen als Value Investment. Typischerweise haben diese Firmen dann kein großes Wachstum mehr, sondern schütten den Großteil ihrer Gewinne an ihre Aktionäre aus. Dann gibt es hier nochmal die Turnaround-Kandidaten, die habe ich ein wenig gesondert aufgelistet. Das sind Titel, die aufgrund von einer kurzzeitigen Schwäche stark unter Druck geraten sind, wo die Kurse stark gefallen sind, wie jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit die ganze Luftfahrtbranche. Dort kann man dann investieren in der Hoffnung, dass die Branche in Zukunft wieder besser laufen wird. Dann gibt es die Dividendenstrategie. Dort sucht man sich dann Titel raus, die eine hohe Ausschüttungsquote haben, um sich dann einen zusätzlichen Cashflow zu generieren. Und dann gibt es die Möglichkeit, Aktien- oder ETF-Sparpläne einzurichten. Das ist auch eine Art der langfristigen Geldanlage. Aber nicht so spezifisch wie Wachstumsinvestment oder Value Investment. Wir bei Trendinvest fokussieren uns hauptsächlich auf der rechten Seite, auf den ersten Punkt. Wir wollen Wachstumsunternehmen finden, in die man langfristig investieren kann. Was gibt es nun bei dieser Art der Strategie zu beachten? Und zwar brauchen wir am besten eine zukunftsorientierte Branche in einem wachsenden Markt. Etwas, was in Zukunft eine größere Rolle spielen wird, als man es jetzt gerade in dem Moment denkt. Dann ist es wichtig, dass diese Firmen eine solide Bilanz aufweisen, das heißt keine zu hohen Schulden haben, dass die Umsätze steigen, genauso wie die Gewinne und dass wir im Optimalfall auch eine gute Marge haben, also dass auch viel von unserem Umsatz im Unternehmen hängen bleibt als Gewinn.
dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man in diese Unternehmen dann einsteigen kann. Und zwar einmal über ein Einmalinvestment, also ein Einmalkauf zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das nächste wäre der Trancheneinstieg, wo wir mehrere Einmalkäufe über einen gewissen Zeitraum tätigen. Und das letzte ist der Aktiensparplan, wo wir jeden Monat oder zweimal im Monat eine gewisse Rate ausführen, um so unsere Position aufzubauen. Dort profitieren wir dann von dem Durchschnittskosteneffekt. Das umfasst jetzt also unsere Strategie, wie wir langfristig in Wachstumsunternehmen investieren möchten. Mit dieser Strategie im Hinterkopf können wir jetzt zum nächsten Punkt gelangen, und zwar zur Suche der goldenen Gans. Wir suchen uns ein Unternehmen, was uns eine Überrendite erzielen will. Dafür ist es ganz wichtig, wenn ihr Fachwissen in irgendeinem Bereich habt, dann nutzt es auch. Ja, also alles, was euch einen Vorteil gegenüber anderen Investoren bringt, solltet ihr auch in eure Geldanlage benutzen. Zum Beispiel, ich persönlich habe eine ganz gute Fachkenntnis in der Technologiebranche und bin dementsprechend auch zu einem größeren Teil in dieser Branche aktiv. Ein weiterer Punkt, der zu unerwarteten Gewinnen führen kann, ist, wenn das Unternehmen ein innovatives Unternehmen ist. Ja? Also wenn sie neue Technologien entwickeln, die es vorher auf dem Markt noch nicht gegeben hat, oder neue Praktiken einsetzen, was die Konkurrenten nicht tun. Das verschafft diesen Unternehmen dann einen Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten, was dann mehr Potenzial für eine Outperformance bietet. Eventuell arbeitet das Unternehmen auch in einer disruptiven Technologie. Also etwas, was wirklich diesen kompletten Markt komplett neu durcheinander würfelt, ja, wie zum Beispiel die Elektroautos, die zurzeit entwickelt werden. Wenn man dann in solch ein Unternehmen investiert, was diese disruptive Technologie auf den Markt bringt, dann bietet das enorme Vorteile für diese Firma in der Zukunft, was wiederum einen stark steigenden Aktienkurs zur Folge haben kann. Dann ist es ein weiterer Vorteil, wenn das Unternehmen in einem kleinen, aber sehr schnell wachsenden Markt aktiv ist. Der Vorteil eines kleinen Marktes ist der, dass weniger Leute ihn eventuell kennen. Und so kann man direkt am Anfang schon in diese jungen Unternehmen investieren und sehr viel Profit einstreichen. Wichtig dabei nur ist, dass dieses Wachstum, was dieser Markt aufweist, auch nachhaltig ist. Und im letzten Punkt geht es darum, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Unternehmen uns rausgesucht haben, was schon ein bisschen größer ist, dass diese Unternehmen dann ihr Kapital nutzen und neue Märkte erschließen, ja, Zukunftsmärkte mit erschließen, dass sie dann Produkte auf den Markt bringen, die genau diese Märkte bedienen, damit die Unternehmen weiter wachsen können. Das hat zum Beispiel Amazon richtig gut hinbekommen mit ihrer Cloud-Sparte. Genau dieses Segment sorgt nämlich gerade bei Amazon für extrem hohe Margen zum Beispiel. Firmen, die diese Strategie nicht fahren, können dann eventuell eine Dividende ausschütten, weil sie mit dem Gewinn, den sie einfahren, sonst nichts Besseres anfangen können. Aber es ist generell immer besser, gerade bei Wachstumsunternehmen, wenn sie ihre Gewinne so investieren, dass wir als Aktionär die Früchte dieser Investments am Ende ernten können. Wenn wir uns jetzt für ein Unternehmen entschieden haben, dann ist es wichtig, dass wir das Unternehmen nicht zu jedem Preis kaufen. Ja, wir sollten auf eine Rabattaktion warten oder einfach einen günstigen Einstiegszeitpunkt. Und dafür können wir verschiedene Indikatoren zum Beispiel in der Charttechnik benutzen, um einen guten, günstigen Zeitpunkt ausfindig zu machen. Da wäre der erste Indikator der einfache gleitende Durchschnitt. Hier jetzt zum Beispiel mal der 9-Tage gleitende Durchschnitt und der 20-Tage gleitende Durchschnitt übereinander gelegt. Und dann könnte man als ganz einfaches Kaufkriterium sagen, wir kaufen die Aktie nur, wenn sie unter dem 20-Tage gleitenden Durchschnitt liegt zum Beispiel. Das nächste wäre der relative Stärkeindex, der RSI. Wenn dieser sich in einem überverkauften Bereich befindet, hier jetzt zum Beispiel unter 30, soweit ist die Aktie jetzt gar nicht runtergekommen, sondern nur unter 40, dann wäre das auch wieder ein ganz günstiger Einstiegszeitpunkt. Ich habe diese Indikatoren in separaten Videos schon ausführlich vorgestellt. Ihr könnt in der Endkarte mal schauen, vielleicht ist ja etwas dabei, was ihr euch ein bisschen genauer anschauen wollt. Der nächste Indikator wären die Fibonacci Retracements, an denen man sehr gut spezifische Kursmarken ablesen kann und auch Kursziele projektieren kann. Und zuletzt haben wir noch die Bollinger Bänder. Da wären gute Einstiegszeitpunkte immer, wenn das untere Band verlassen wird zum Beispiel. So, dann haben wir unsere goldene Gans gefunden, haben sie zu einem günstigen Zeitpunkt eingekauft und jetzt kommt es darauf an, dass wir unsere Strategie durchhalten. Ja? Ihr müsst eure Investments pflegen und zwar am besten nach der Strategie, die ihr euch ausgesucht habt. So, was gehört da jetzt dazu? Da haben wir zum einen, dass ihr geduldig sein müsst. Euer Investment wird sich nicht innerhalb kürzester Zeit auszahlen. Es braucht immer Zeit, die Firma muss ja auch wachsen. Ja, wenn jetzt der Kurs sehr viel stärker wachsen würde, als das Unternehmen es tut, dann lauft die Gefahr, in eine Blase zu kommen. Und diese Blase ist immer sehr kritisch, weil
Wenn diese dann platzt, dann landet ihr bei Kursen, die sehr, 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 sehr viel niedriger sein können als das, für was ihr die Aktie eingekauft habt. Der zweite Punkt ist, dass ihr euch unbedingt an eure Strategie halten sollt. Wenn ihr euch Aktien in euer Depot legt, die ihr langfristig halten wollt, sie dann aber ständig kurzfristig verkauft, in der Hoffnung, jetzt noch ein klein bisschen günstigeren Einstiegszeitpunkt zu bekommen zum Beispiel, dann werdet ihr ganz schnell sehen, dass entweder die Gebühren viel zu groß werden, weil ihr ständig hin und her tradet, oder dass ihr dann verpasst, einen guten Wiedereinstiegszeitpunkt zu bekommen. Und am Ende habt ihr dann höhere Kurse, zu denen ihr dann kurzfristig mal verkauft habt. Deswegen, haltet euch an eure Strategie. Bei unserer Strategie ging es jetzt darum, dass die Unternehmen ein gutes Umsatz- und gutes Gewinnwachstum haben, dass die Marge gut ist und dass sie eine stabile Bilanz haben. Ja. Und wenn jetzt zum Beispiel in den Quartalszahlen rauskommt, dass sich das Unternehmen ganz anders entwickelt, wie eigentlich vorhergesagt, ja, weil sich vielleicht in dem Markt etwas getan hat oder weil das Unternehmen einen strategischen Wechsel vollzogen hat und dementsprechend keine Gewinne mehr einfährt oder sich alles stark verzögert, dann ist es wirklich Zeit, euer Investment zu überdenken. Das Unternehmen könnte nämlich also aus unserer Anlagestrategie herausfallen, indem es jetzt zum Beispiel nicht mehr weiter wächst. Und dann lässt es sich eventuell zu diesem Zeitpunkt verkaufen. Also ist die Frage dann immer, sind die Kriterien weiterhin erfüllt mit den Quartalszahlen? Falls diese Kriterien nicht erfüllt sind, verkaufen wir die Aktie wieder mit Hilfe unserer Indikatoren. Also seid vorsichtig, dass sie dann nicht zu jedem Preis diese Aktie raushaut, sondern dass ihr immer wieder diese Indikatoren nutzt, um einen guten Ausstiegszeitpunkt zu finden. Und nachdem wir dann mit unserem Trade fertig sind, geht es darum, noch irgendwas aus diesem zu lernen. Ja, also ihr könnt euch immer nur verbessern, wenn ihr reflektiert, was ihr mit euren Trades bisher angestellt habt. Deswegen schauen wir uns an, falls es ein Verlust gewesen ist, wie wir aus unseren Fehlern lernen können. Ja, dann nehmt euch ein Blatt Papier zu Hause, schreibt oben drauf Weiterbildungskosten und tragt dort ein, wann habt ihr die Aktie verkauft, ja, welche Aktie war es, wie viel Verlust habt ihr gemacht und warum habt ihr diesen Verlust gemacht. Ja? Was könnte man in Zukunft besser machen, um das zu vermeiden? Schreibt den Grund mit dazu und dann habt ihr eine Liste, zum Beispiel, bei mir war das mal Wirecard gewesen, habe ich vielleicht 1000 Euro verloren, weil ich die Nachrichten ignoriert habe. Und so habt ihr dann eine Liste mit allen euren Fehlern, ja, und immer wenn ihr dann eine neue Aktie kaufen wollt, schaut ihr auf eure Liste und geht durch, okay, könnte bei dieser Aktie der Fehler, den ich schon mal gemacht habe, wieder auftauchen. So, und wenn ihr dann irgendwo eine rote Flagge seht, ja, was ihr vermeiden könntet, ja, dann kauft ihr nicht diese Firma, ganz einfach. So, und was natürlich ins Negative geht, wo wir aus unseren Fehlern lernen können, können wir natürlich auch aus unseren guten Trades lernen, ja, also unsere Talente sozusagen fördern. Also nehmen wir uns ein zweites Blatt Papier, schreiben da oben drauf unsere Belohnungen, die wir erhalten haben. Ja, wieder unser Datum, Aktie, den Gewinn und den Grund dafür. Und dann können wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich hatte jetzt hier im Crash Amazon gekauft, habe dann 2000 Euro Gewinn damit gemacht und der Grund dafür war, weil ich erkannt habe, dass Amazon ein großer Corona-Profiteur sein wird. Und so haben wir dann wieder eine Liste, an der wir uns orientieren können, falls wir Unternehmen suchen, okay, womit habe ich denn schon mal Gewinn gemacht? Können wir vielleicht diese Gründe durchgehen und anhand dieser Gründeliste Unternehmen raussuchen, die eventuell eine ähnliche Kondition erfüllen, wie damals, als wir die Amazon-Aktie gekauft haben. So, und damit sind wir auch schon durch mit all den Sachen, die ihr selber beeinflussen könnt, um eure Rendite zu steigern. An der Stelle gibt es jetzt eigentlich nur noch eins zu klären, und zwar, wie viele Gänse habe ich eigentlich in der Präsentation versteckt? Schreibt es mir in die Kommentare. Falls euch die Präsentation gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten hier auf dem Kanal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, macht's gut und bis zum nächsten Mal.